goldene Rüstung. Gerald von Riva. Setz dich zu uns, Hexer. Was blüht uns diesmal im zweiten DLC? Hab eure Mitteilung am Anschlagbrett gefunden. Siehst du, Palmerin, ich habe es dir ja gesagt. Der Greif bei Weißgarten. Wir müssen nur den Spuren seines Schlechters folgen, dann stoßen wir früher oder später auf Gerald. Ach, die Greif da nichts. Und Palmerin de Longfort. Schön, euch zu sehen. Ist lange her. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Verzeih die bescheidene Stube. Als wir schworen, das Dorf unter unseren Schutz zu stellen, hat uns der Dorfälteste diese Hütte überlassen. Er behauptet, es sei die beste im Dorf. Gibt es irgendwelchen Ärger? Nun, nach dem Abzug der redanischen Garnison geht es in dieser Gegend drunter und drüber. Die Tyrannei der Banditen ist besonders garstig. Diese Plünderer werden sich bald ins Dorf begeben, um Tribut zu fordern. Milton und ich werden ihnen das austreiben. Wir haben geschworen, gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu kämpfen, wo immer wir auf sie stoßen. Die Angelegenheit betrifft dich natürlich nicht. Aber bitte sei so gut und warte auf uns. Wenn wir mit den Tonichtguten fertig sind, haben wir dir ein offizielles Ersuchen zu unterbreiten. Aha. Es hat keinen Sinn, die Banditen zu beseitigen. Wenn ihr sie tötet, kommen die Nächsten und die sind vielleicht noch schlimmer. Dem Bösen begegnen und wegsehen, wie ehrlos. Ihr könnt nicht immer hier sein und die Leute vor allen Gefahren beschützen. Ich habe gehört, wie sie euch gebeten haben, euch nicht einzumischen. Dafür dürften sie gute Gründe haben. Du meinst, wenn wir helfen, dann sind wir für ihr Schicksal verantwortlich? Meiner treu, diese Bürde ist zu schwer. Geralt spricht weise. Wir kennen weder das Land, noch die Leute, noch ihre Bräuche. Und unser Auftrag ist ein ganz anderer. Ach, wie ich Toussaint vermisse. Dort ist alles so einfach. Bald, mein Freund, bald. Lass uns Geralt jetzt das Ersuchen unterbreiten, wie die Tradition es verlangt. Aha. Eigentlich nicht, nach dem, was letzten DLC war. Ich hoffe, diese Quest, die wir jetzt annehmen, wird angenehmer. Ist das, was wir an Hearts of Stone bekommen haben? Kann ja eigentlich nur noch besser werden. Na, sagt das nicht, Zweggy. Aber gut. Also raus damit. Was bringt euch den weiten Weg her? Wir müssen die Botschaft der gnädigen Herzogin vollständig und traditionell überbringen. Denn Tradition ist in Toussaint heilig. Schon gut. Ehrenwerter Geralt, Schlechter von Monstern und allem Übel, das sich schadlos an den Schutzlosen dieser Welt hält. Du, der du im Rufe stehst, den Unschuldigen und Witwen und Waisen deine Hilfe zu gewähren, wirst hiermit gebeten, einen herzoglichen Auftrag zu erfüllen. Befreie uns vom Biest, das das Blut durch die Gassen fließen lässt und jedermann gleichermaßen in Angst und Schrecken versetzt. Eile uns zu Hilfe, Hexer! Um dieses ersucht dich demütig die allergnädigste Beschützerin der leidenden Stadt, Herzogin Anna Henrietta. Das klingt nach einer Quest für Geralt. Wirst du ihre Bitte erhören? Es klingt aber auch leider nach dem Anfang. Es ist von einem neuen Albtraum. Genauso hat doch das erste DLC begonnen. Das war losgeschickt worden, um eine Kröte zu besiegen in Abwasserkanälen, die die Stadt terrorisiert, und auf einmal waren wir mit dem Teufel rumgeführt und hatten einen Pakt mit dem Teufel, und schon ging die Hölle los. Das hat Anna Henrietta wirklich alles gesagt? Wörtlich? Naja, wörtlich hat sie gesagt, bringt mir den Hexer und schont ja nicht die Pferde. Passt bloß auf, dass er diesmal alleine kommt. Den Rest hat der herzogliche Kämmerer hinzugefügt. Du weißt ja, wie das läuft. Ja, ich entsinne mich. Lass mich hinzufügen, wenn auch inoffiziell, dass eine stattliche Belohnung winkt. Die Details musst du mit der gnädigen Herzogin persönlich klären. Da ich nach dem letzten DLC keine Belohnung gekriegt habe. Das ist vielleicht das inbrünstigste Anliegen, das je an mich herangetragen wurde.
Sicher das Höflichste. Und jetzt, da der Form Genüge getan ist, möchte ich mehr über dieses Biest hören, falls es eines ist. Das ist gewiss, auch wenn es noch niemand genau gesehen hat. Die einzigen Zeugen sind die grauenvoll massakrierten Opfer. Schau, dies sind einige Zeichnungen nach den Beschreibungen derer, die behaupten, das Biest erspäht zu haben. Sie unterscheiden sich leider sehr. Ich fürchte, die Zeugen reden Unsinn. Wie viele Opfer hat es gegeben? 2. Als die Herzogin vom Zweiten erfuhr, schickte sie uns sofort los, dich zu holen und dir Land und Schätze anzubieten, falls du ihre Bitte erfüllst. Es weht ein böser Wind, Geralt. Das Biest hinterlässt keine Spuren. Es heißt, es bediene sich schwarzer Magie. Beide Opfer waren Adlige und bald beginnt ein Turnier. Warte mal kurz, die Mentoren, also das uneheliche Kind zwischen Nazgûl und Dementor. Nazgûl ist ja der Ring und Dementor aus Harry Potter. Hier sehe ich den Enderman, den Slenderman. Und hier sehe ich irgendwie endlich wieder eine Gesichtskrabbe. Oder irgendein Krabi aus Cthulhu oder so, das ist. Ich glaube, wir sollten es sein lassen. Wir sollten diese Quest lieber. Wenn das Beschreibungen des Monsters, Bilder des Monsters sind, gute Nacht. Das Biest bedient sich schwarzer Magie. Woher wisst ihr das? Das erste Opfer ist bei einem Bankett zwischen zwei Gängen verschwunden, unbemerkt. Das wird ja eine Hölle. Es gab nur ein offenes Fenster und dann Geschrei auf der Straße, als dort die Leiche gefunden wurde. Beim zweiten Mord war es ähnlich. Das war ein Opfer, ein Ritter, befand sich in einer verschlossenen Kammer. Das Haus war voller Diener und Wachen. Das Biest hat ihn trotzdem erwischt. Dann hat es ihn auf den Marktplatz geschleift und dort umgebracht. Wiederum unbemerkt. Wir fürchten keine Kreatur, der sich mit Schwert und Schild beikommen lässt. Doch das hier ist ein unbekanntes Wesen. Man weiß nur, dass es keine Spuren hinterlässt und mühelos tötet. Aus Gründen, die niemand kennt. Hat schon jemand versucht, das Biest zu jagen? Fahrende Ritter vielleicht? Versucht haben es viele, aber niemand hat es geschafft. Das Biest ist klug, es geht in keine Falle und greift stets überraschend an, wie ein Geist. Wir brauchen einen erfahrenen Fährtenleser, der sich mit Monstern auskennt. Kurz, wir brauchen dich. Dieses Turnier, das du erwähnst, warum bläst die Herzogin es nicht ab? Weil es zu spät ist. Die Teilnehmer und Gäste sind bereits eingetroffen, darunter die besten Ritter aller Länder und Anverwandte des Kaisers. Das kann ja nur die Hölle werden. Es sind also nicht nur die Untertanen der Herzogin bedroht. Verstehe. Wenn Adlige aus dem Ausland sterben, ist das bestenfalls ein Skandal, schlimmstenfalls ein diplomatischer Vorfall. Was soll's? Ich meine, dafür sind wir hier. Aber scheiße, Mann, das wird ein Albtraum. All die Aufträge, die ich schon für Herrscher erledigt habe, war kaum einer drunter, der sich für mich gelohnt hätte. Du willst doch wohl nicht ablehnen. Nein, war nur so ein Gedanke. Die Herzogin kann bisweilen recht fordernd sein. Du übernimmst den Auftrag also, vorzüglich. Ich hoffe, die Belohnung hat sich gewaschen. Wir haben lange in diesem Land nach dir gesucht. Eile ist geboten. Wir können aufbrechen, wenn ihr soweit seid. Ha! Als dann, auf nach Toussaint! Nach Toussaint. Das ist Toussaint, oder was haben wir hier für eine Stadt im Hintergrund?
Ladezeiten. Das sind harte Zeiten. Denn sie äußern sich in harten Zeiten. Diese Ladezeiten. Toussaint, Land des Weins, Land der Liebe. Genau wie ich es in Erinnerung habe. Land des Blutes und Land des Weins. Beauclerc hat sich in den letzten Jahren verändert. Du wirst sehen. Schau dich um, wenn du dazu kommst. Dann wirst du es bemerken. The Witcher, Wild Hunt. Mir ist es immer wie ein Märchenland. Expansion Punk. Fahrende Ritter, Elfenschlösser. Du findest uns doch nicht merkwürdig. Ich zeige dir, wie normal wir sind. Das schwöre ich beim Raya. Oha. Was passiert denn da? Ein Riese mit Wasser auf dem Kopf. Jetzt gleich voll zur Sache. Mit seinem Kugel irgendwo einschlägt, kann man die von hinten. Die armen Schafe hier. Eine große Bestie.
Nicht sehr klug, sie eigenhändig anzugreifen. Liebe fußt nicht auf Weisheit, Hexer. Also, Guillaume, raus damit. Welche holde Maid hat dich zu dem Schwur bewegt, den Abschaum zu töten? Die schönste von allen. Wenn er ihren Namen nicht nennen will, muss er es auch nicht. Ich kenne dich nicht, Herr, und du scheinst kein Ritter zu sein. Doch für deinen Beistand bin ich dankbar. Nein, ich stehe in deiner Schuld. Diese Trophäe soll dein sein. Ich nehme die Trophäe gerne. Vielleicht zahlt jemand dafür. Du hast gut gegen den Riesen gekämpft. Hast du Erfahrung im Kampf gegen Monster? Nein. In Toussaint kämpfen wir vor allem gegen Banditen. Doch ich habe geschworen, der Herrin meines Herzens den Kopf eines Monsters zu bringen. Wie der berühmte Gottfried der Riesentöter. Du willst doch das Biest nicht erlegen, hoffe ich. Das überlassen wir besser Geralt. Auf mich wartet eine andere Herausforderung. Wenn Geralt das Biest töten soll, muss er wissen, dass es wieder zugeschlagen hat. Es wurde eine Leiche angespült. Am Fluss, beim Basilisk. Damien de la Tours Männer sind schon dort und sichern die Gegend. Sichern die Gegend? Dann gehe ich lieber gleich hin, ehe sie alle Spuren und Hinweise niedertrampeln. Wohlan denn. Ich reite zur Stadt und unterrichte die allergnädigste Herrin von Geralts Ankunft. Wir treffen uns später bei Guillaumes Zelt am Turnierplatz und ich geleite dich dann zur Herrin. Wollte gerade sagen, die müssen auch noch treffen. Ich habe jetzt einen Riesenschädel. Folge Milton zum Fundort der Leiche. Erstmal ins Inventar geguckt. Die Charaktere, die Bücher, weiß nicht, ob wir dazu noch kommen werden, aber Charaktere müssen wir uns auch nochmal durchlesen. Was da alles dran steht, ist ja nicht so viel. Wir müssen auch noch irgendwann eine Lesestunde machen. Vielleicht auch ein paar Bücher. Trophäe von Goliath. Auswechseln. Ach, Trophäe des Königs der Schweinehirten. Ist das von der Hochzeit? Gut, dass wir das austauschen. Gut, gibt es hier noch was zu looten? Ja, stimmt. Das Dach können wir nicht hinein. Und Riesen können wir looten. Oha. Ein großartiges Schwert. 495 in Silberschwert mit 405 bis 495 Schaden. Das wechsle ich doch mal gerne. Vielleicht mal repariert und ein Zeichen eingesetzt. Angriffskraft ist doch immer gut.
Ich schaue mich hier mal um. Ist auch abgeschlossen. Wir schließen alle ihre Häuser ab. Was Neues in The Witcher. Allerdings müssen wir mal kurz meditieren. Hey! Tapferer Junge, dieser Guillaume. Mutation und Großmeister Hexer-Ausrüstung. Blood and Wine kann sich Geralt weiteren Hexer-Mutationen unterziehen, um deine Möglichkeiten freizuschalten. Schon bald triffst du auf einen Boten, der dir einen höchst interessanten Brief überreicht. Lies ihn, befasse dich mit der Geschichte von Professor Morgul, um mehr über die Mutation zu erfahren. Und erzählt sich, dass Toussaint ein meisterlicher Handwerker lebt, der Hexer-Ausrüstung von unerhörter Qualität anfertigt. Aus dem bekommst du Spezialboni, wenn du manche oder sogar alle Teile eines Sets dieser außergewöhnlichen Ausrüstung trägst. Du wirst die Investitionen dieser neuen Möglichkeiten nicht bereuen. Wir werden es aber, wahrscheinlich gab es sowas schon beim DLC Hearts of Stone, wir werden es wahrscheinlich wieder vergessen. Palmarin hat ihn aufgezogen. Guillaume und er sind verwandt. Schneller. Wir werden uns mit den Sachen zufrieden geben, die wir aus den Quests bekommen. Und diese schwarze Rüstung, die wir anhaben, die gar nicht mal so scheiße ist. Gewöhnungsbedürftig, die ritterliche Ausdrucksweise. Vor allem der Wechsel zwischen blumig und nahezu normal. Wir sind fahrende Ritter im Dienste der allergnädigsten Herrin. Wenn wir in ihrem Namen angehen, bindet uns die Tradition. Halt plötzlich. Da? Sie müssen den Leichnam bereits fortgebracht haben. Sehen wir uns um. Vielleicht haben Sie was übersehen. Die Fliegen sind noch da. Natürlich geschlossen. Ah, hier gibt's was zu sehen. Beschlagene Stiefel, diverse Paare. Das muss die Herzogswache gewesen sein. Sehen wir nach, wo sie hingegangen sind. Sie sind am Wasser entlang gelaufen. Vielleicht lag die Leiche am Ufer. Was der Fluss mitbringt, wird hier im seichten Teil angespannt. Ja, der Gestank ist heftig. Wir haben Besuch. Ich hab Platz da. Los, mach Platz. Oha, die hätten ziemlich viel was aus. Oh, die Shit. Sieht nicht übel. Vor allem, da ist Platz. Den Namen schon verrät. Hier hat der Blutbogen werden. Suchen wir weiter. Alter Schwede. Eine neue Quest und so. Angespülter Unrat. Wir müssen weitersuchen. Fußspur, siehst du? Und die Schleifspur eines Bootsrumpfs. Sie sind noch nicht lange weg, würde ich sagen. Sie haben Netze an Land gezogen und aufgeschnitten. Nach der Blutmenge zu schließen, muss die Leiche gevierteilt oder sonst wie zerstückelt worden sein. Vermutlich haben sie die Leichenteile auf ein Boot geladen und weggebracht. Ich springe rein und sehe mir die übrigen Netze an. Es sind nur noch blutige Fetzen von den Kleidern des Opfers übrig. Hochwertige Kleidung. Das Opfer war wohlhabend. Sieht so aus. Hier waren Netze befestigt.
spring mal rein. Eine Kiste. Und dann mal die Schuhe. Mal ein Krug. Eine Flasche. Jetzt brauchen wir das Ruder. Was haben wir hier? Ein Holzlöffel. Persönliche Habe. Ein Seidentaschentuch mit Monogramm. DLC. Es muss einem Adligen gehören. DLC. Wäre gut zu wissen, wo sie die Leiche hingebracht haben. Das ist ein schönes Monogramm. Beast von Tosso. Ja, mein Herr. Was willst du, Wanderer? Sprich mit Milton über die Erkenntnisse. Das war am anderen Ufer. Passt bloß auf, Leute. Der Hexer ist unterwegs. Die gnädige Herrin soll einen Mörder. Nicht falsch. Hey! Das sieht da oben ja wirklich wunderhübsch aus, aber ich muss hier am Ufer noch. Was kann ich mit dem Bild? Und jetzt? Wir wissen, dass dies nicht der Schauplatz des Mordes ist. Die Leiche wurde angetrieben und hat sich dann in einem Netz verfangen. Die Wachen haben sie rausgezogen und mit dem Boot weggebracht. Ich will sie mir ansehen, bevor die Verwesung einsetzt. Die Taverne. Die Inhaber müssten gesehen haben, wo die Wachen hingefahren sind. Fragen wir nach. Noch eine Sache. Ich habe ein Taschentuch mit Monogramm gefunden. DLC. Sagt dir das was? Delacroix? Kann nicht sein. Ihn hat das Biest also gemeuchelt. Offenbar. Kanntest du ihn gut? Vor langer Zeit waren wir enge Freunde. Doch unsere Wege trennten sich. Er war ein Mann der Extreme, der seinen Gefährten beistand und die Feinde bis zum Letzten bekämpfte. Hatte er denn viele Feinde? Aber ja. Doch was hat das mit dem Biest zu tun? Ah, Geralt, es ist so schmerzlich. An diese alten Zeiten möchte ich jetzt lieber nicht denken. Verstehe. Wir reden später. Gehen wir in die Taverne. Ich muss dich bald verlassen und zum Hof zurückkehren. Du bist doch gerade erst in Toussaint eingetroffen. Ein Ritter in den Diensten der allergnädigsten Herrin kennt keine Rast. Tatsächlich befürchtete ich schon, zu spät zu kommen, um meine Pflicht zu tun. Doch es zeigt sich, dass ich gerade recht eintreffe. Ein bisschen freie Minuten. Will man nie gebrauchen, aber wenn sie schon mal da ist. Da haben wir dann zwei Werbeaumachtet. Vielleicht sollten wir mal hin und gucken. Haben wir erstmal eine Begleiterquest. Müssen wir den hier nach oben begleiten. Wenn du die Leiche untersucht hast, musst du an Arietta Bericht erstatten. An Arietta? Der allergnädigsten Herzogin.
ich vergesse mich bisweilen. Wir nennen einander beim Vornamen, wenn wir unter uns sind. In Palmarins Anwesenheit jedoch nicht. Er nimmt Anstoß an solchen Vertraulichkeiten. Stock und Peitsche für die Aufrührer. Unsere Herzogin wünscht ein Treffort für Händler, Schmuggler und Seeleute. Und es gibt hier die beste Langustensuppe in ganz Toussaint. Aha. Dann werde ich wohl mal... Ich möchte eine Langustensuppe. Thank you.